Habt ihr eigentlich auch schon mal den Verdacht gehabt, dass wir in Deutschland, also wir als Verbraucher hier, komplett für dumm verkauft werdet? Ich kann euch sagen, dieser Verdacht täuscht nicht und ich kann das sogar beweisen. Nehmen wir doch mal als Beispiel diese 10 Liter Flasche Öl, die wir zum Frittieren gebrauchen. Für die habe ich jahrelang immer 9,95 Euro bezahlt. Dann ist sie zwischenzeitlich auf 19,95 Euro hochgegangen, ganz kurz nur, bis sie dann irgendwann bei 49,95 Euro gelandet ist. Ihr kennt das Video, habe ich ja vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen schon das Video dazu gemacht. Aber jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, ist ja Krieg in der Ukraine und die Ukraine ist ja die Kornkammer von Europa und wenn da Krieg herrscht, dann muss das ja alles teurer werden. Na gut, nehmen wir ein anderes Beispiel und zwar das, was ich auch belegen kann. Ich war nämlich letztens bei Lidl und habe dort nach einem Liter ganz normalem Öl gesucht. In diesem Fall war es jetzt Sonnenblumenöl. Und da kostet der dezente Liter 4,49 Euro. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das liegt halt daran, dass in der Ukraine Krieg ist, bla bla bla, Angebot, Nachfrage und. Und dann habe ich gedacht, ich gucke doch mal ein wenig weiter. Denn Lidl, nur um das mal hier so beispielhaft darzustellen, ist ja ein europaweit agierender Konzern. Das heißt, die haben also in jedem Land rund um Europa gibt es Lidl-Läden. Und habe ich gedacht, na, guckst du doch mal nach. Denn wenn das in Deutschland 4,49 Euro kostet, muss es ja in den anderen Ländern eigentlich ähnlich sehen. Klar, unterscheidet sich das immer von der Kaufkraft her und von der Währung her. Aber grundsätzlich müsste das ja auch in anderen Ländern auch alle gestiegen sein. Und habe gedacht, komm, wir hüpfen doch mal nach Frankreich. Und ihr werdet nur lachen, in Frankreich kostet der Liter 84 Cent. Auch bei Lidl ganz aktuell. Da habe ich gedacht, gut, Frankreich kann ja mal ein Ausreißer sein. Vielleicht haben die ein Sonderangebot oder was auch immer. Vielleicht ist die Kaufkraft ganz anders. Springen wir doch mal zum nächsten Land. Das nächste Land ist in diesem Fall Griechenland. Auch in Griechenland gibt es Lidl, wo wir auf Kos waren. Habe ich auch ein paar Videos zugemacht. Da kostet der Liter aktuell 1 Euro. Teilweise haben die Gebinde ein bisschen andere Größen. Also teilweise gibt es die auch dann nur in 2,5 Liter Flaschen oder 3 Liter. Ich habe das, wie gesagt, immer runtergerechnet auf den 1 Liter. Und dann sind wir in Griechenland bei 1 Euro. Da habe ich gedacht, ja gut, kann auch noch sein, weil die Griechen vielleicht weniger Kohle haben. Schauen wir doch mal noch weiter. Und zwar landen wir jetzt in Italien. Und in Italien sind wir bei 96 Cent. Tja, welch Wunder. Aber kann das denn sein? Nur 3 Länder, alles andere muss doch teurer sein. Ja, wir springen mal in die Niederlande und auch nach Holland. Und dort kostet, oh Wunder, der Liter 1,19 Euro. Wow, er ist teurer geworden. Ist ja direkt unser Nachbarland, also von daher, aber immer noch weit entfernt von 4,49 Euro. Dazu passt natürlich auch, dass wir letzte Tage in den Niederlanden waren, und zwar genau in Enschede, also unter anderem in Enschede. Und in Enschede kostete im Aldi der Liter 1,93 Euro, also sprich diese 3,86 Euro für 2 Liter, die natürlich ausverkauft waren. Und dann waren wir noch in Terhune, das ist ja nicht auf der Grenze, direkt hinter der Grenze, wie auch immer. Und selbst da kostet der Liter aktuell auch 3,99, also gefühlt für den Deutschen immer noch günstiger. Aber naja, die Verkäufer an den grenznahen Läden, die sind natürlich auch nicht dumm. Und die wissen, dass die doofen Deutschen natürlich, egal in welches Land, jetzt erstmal rund um Deutschland über die Grenze hüpfen und sich dann da auch da das Öl günstiger besorgen. Wobei, wie gesagt, der ursprüngliche Preis davon 85 Cent oder was das war pro Liter, der wird auch nicht mehr ganz stimmen. Aber wenn man denn in Holland richtig reinfährt, also da, wo kein Deutscher hinkommt, dann haben die da auch normale Preise. So, jetzt aber zurück zum Video. Gehen wir doch mal weiter in den Norden. Und zwar gehen wir nach Norwegen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Währung die haben. Haben die da Kronen oder so? Ich habe das mal umgerechnet und in Norwegen sind es 93 Cent der Liter. Wir können noch weiter mal in den Süden wieder springen. Und zwar springen wir einfach mal nach Ungarn. Und in Ungarn, ich weiß jetzt da auch nicht, wie die genaue Währung da heißt, da sind es für 1,2 Liter 1,33 Euro. Ja, jetzt mag sich der Verdacht aufdrängen, wieso zahlen andere Länder rund um Deutschland alle erheblich, also wirklich völlig unabhängig von der Kaufkraft und auch der Währung oder sonst was, erheblich weniger wie wir hier in Deutschland, denn wir zahlen 4,49 Euro. Und die ganzen anderen Länder rund um Deutschland, die habe ich natürlich auch noch alle recherchiert und nicht nur seit gestern recherchiert, also nicht nur mal eben 5 Minuten gegoogelt, sondern ich beobachte das eigentlich schon seit Monaten. Und seit Monaten glaube ich, dass wir hier in Deutschland sowas von hardcore verarscht werden. Das glaubt kein Mensch. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch der Meinung seid, weil wie gesagt, dieser Preis ist nur in Deutschland so hoch und nichts anderes. Egal in welches Land du in Europa auch fährst. Völlig egal.
gesagt, und diese Recherche betrifft jetzt nur einen einzigen Konzern und dass es innerhalb eines Konzerns auch mal Preisunterschiede gibt, wie gesagt, aufgrund von Kaufkraft und so, das ist alles nachvollziehbar. Aber wenn wir im Schnitt, sag ich mal, alle Länder rund um Deutschland bei 1 Euro für den Liter liegen, wie kann es dann sein, dass wir fast bei dem Fünffachen liegen? Wie kann das sein? Das ist eine Frage, die ich mich frage. Woran liegt das? Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Antworten und wir sehen uns im nächsten Video mit was Billigerem wieder. Bis dahin und tschüss.